Was geht? Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass der Hund jetzt ein bisschen Ruhe gibt draußen. Ich habe eben schon mal angefangen und er hat die ganze Zeit gekläfft und es ist einfach mega anstrengend für euch, wenn ihr die ganze Zeit einen Hund hört. Ich komme ja gerade bei meiner Mama unter. Drehen mit 4 Hunden im Haus. Das kannst du voll knicken einfach. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, in dem ich erzählt habe, dass ich alle Dateien von Bali gelöscht habe und deswegen einen Livestream auf Instagram mache, wo ich alles erzähle, was abgegangen ist und wie es jetzt weitergeht und so. Und dieser Livestream hat auch stattgefunden. Aber es erreichten mich auch ein paar sehr süße Stimmen, auch unter dem letzten Video, dass Menschen geschrieben haben, sie hätten sich eigentlich mega gefreut, wenn ich dieses lange Laber-Video, wo ich von Bali erzählt habe, aber eben keine Sachen zum Zeigen hatte, wenn ich das hochgeladen hätte, weil sie mir sehr gerne lange zugehört hätten. Außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe den Livestream verkackt. Also ich habe den Livestream gemacht und ich habe auch erzählt, wie es weitergeht, aber irgendwie war ich so aufgeregt und es kamen voll viele Fragen, die gar nichts damit zu tun hatten, dass ich mich einfach verloren habe und zum Schluss das Gefühl hatte, ich habe überhaupt nicht erzählt, was eigentlich wirklich konkret alles so passiert ist. Und deswegen habe ich gerade gedacht, ich stelle einfach mal die Kamera auf und quatsche ein bisschen drauf los. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe von unserer Reise, als ich das Land verließ, nachdem Corona endlich ausgeheilt war und ich 2 Wochen verspätet losflog, da landete ich auf Bali. Wir sind als erstes nach Canggu, weil alle Menschen, die wir, na nicht alle Menschen, aber viele Menschen, die wir so kennen, haben alle in Canggu gelebt zu dem Zeitpunkt. Also ein paar davon leben sowieso grundsätzlich immer da und deswegen sind wir nach Canggu. Und sind erstmal angekommen in unserem geilen Haus, wo ich ja eine Haustour gefilmt habe. Die kann ich hier mal verlinken. Mit Simon und Lisa. Lisa habe ich an dem Tag, als wir da angekommen, abends das erste Mal kennengelernt. Also wir kannten uns vorher gar nicht. Ich glaube, sie und Simon haben sich auch erst so 3 Wochen vorher kennengelernt und waren so ganz frisch zusammen an dem Tag, als wir angereist kommen. Ansonsten mal ein kleiner Sneak Peek, wie es hier gerade so aussieht. Hier wird gerade Breakfast gemacht. Das ist Lisa, das ist der Simon. Machst du eine Story? Ja. Ah. Da ist der Kevin. Und heute sind wir mal fleißig und machen selber Frühstück. Sonst gehen wir immer fett essen morgens. Und dann ist eigentlich erstmal die ersten 1-2 Wochen gar nicht viel passiert. Ich habe gearbeitet, wir sind viel essen gegangen mit Freunden und ich habe versucht erstmal auf meinen Körper klarzukommen, weil ich habe ein Reizdarmsyndrom, ganz viele Probleme mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich bin da auch in Behandlung, aber ja, wenn man so, also mit so einem empfindlichen Magen-Darm-Trakt die Zeitzone verschiebt, um 6 oder 7 Stunden und dann auch noch irgendwie 18 Stunden sitzt, weil man auf einer Reise ist und dieser ganze Reisestress, der dann ja doch da ist, auch wenn ich daran immer sehr viel Spaß habe, ja, dann will der Magen-Darm vielleicht gar nicht so, wie man das möchte. Also waren meine ersten 1,5 Wochen extrem viel von Bauchschmerzen geprägt. Ich bin dann da in die Apotheke gegangen, habe mir ein Abführmittel geholt. Wow, also Junge, Leute, was soll ich euch sagen? Das hat es nicht besser gemacht. Ich habe einfach auf den gereizten Darm nochmal schön Abführmittel, was auch nochmal richtig reizt, drauf gepfeffert. Und ja, das war ein Spaß auf jeden Fall. Das war schön. Ja, und unsere Hauptzeit haben wir eigentlich so mit Schlendern verbracht. So essen gehen, abends zwar sind wir dann irgendwie manchmal am Strand spazieren gegangen. Wir sind am Strand ein bisschen Sunset gucken und guckt mal, wie viele Leute hier sind. Ich finde das richtig cool, dass ganz viele Einheimische abends immer um 18 Uhr hierher kommen, um den Sonnenuntergang zu sehen. Ich finde das so schön achtsam irgendwie. Hier ist immer richtig Action am Stüssel. Da ist auch Instagram-Action am Stüssel. Und da sind super viele Leute unterwegs mit ihren Hunden und Frisbee und ja, sehr, sehr schön. Wir waren sogar einmal Wildwasser-Raften. Nicht so super crazy, wisst ihr, so diese super gefährlichen Sachen, aber ich hatte schon ziemlich Schiss. Aber das war wirklich ein unfassbar beeindruckendes Erlebnis. So Wildwasser-Rafting wirklich mitten durch den Dschungel. Das war so krass. Wenn ich nicht so viel Angst gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch viel mehr genießen können. Ich bin bei so sensorischen Sachen, ich brauche dann meine Zeit. Haben wir noch irgendwas Krasses gemacht? Ich glaube nicht. Wir haben da so vor uns hergelebt. Wir hatten so einen richtig coolen Alltag irgendwie. Wir sind jeden Tag Roller gefahren.
Und ich liebe das ja, ne? In dieser Hitze, in diesem tropischen Klima mit dem Roller durch die Gegend zu fahren, mit nassen Haaren und ganz leichter Kleidung. Und oh, ich liebe diesen Flair einfach. Ja, so in der dritten Woche, da hatte ich so eine ganz strikte Arbeitswoche, weil ich das Buch Tiny Habits gelesen hatte. Da habe ich auch ein Instagram-Highlight zu. Und ich habe so einen kleinen Mini-Kurs bei Lisa dazu gemacht. Da habe ich mir versucht anzutrainieren, früh aufzustehen. Was heißt versucht? Dort habe ich mir antrainiert, früh aufzustehen. Ich habe schon immer ein Problem damit gehabt, freiwillig früh aufzustehen. Und das hat mich immer sehr gestört, weil ich sehr, sehr gerne früh wach bin. Ich bin auch gerne lang wach. Eigentlich möchte ich nur so 5 Stunden Schlaf brauchen, bis ich so bis 1 Uhr wach sein kann und dann aber um 7 Uhr richtig fit bin. Aber 6 Stunden reichen für mich nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann da mit der Tiny Habits Methode antrainiert, früh aufzustehen. Wieso erzählt sie was von früh aufstehen, wenn sie auf Bali war? Das war voll aufregend für mich. Das war für mich voll das Highlight, weil sich mein Lebensgefühl dadurch so krass verändert hat. Und in der vierten Woche mussten wir dann ausziehen. Wir haben gepackt. Es geht nämlich heute raus aus unserem Zuhause der letzten 4 Wochen. Und ja, wir sind ein bisschen sad. Ach, du bist alleine hier. Wollt ihr gerade eine Abschiedstirade filmen? Aber gut, doch da. Guten Morgen. Guten Morning. Bereit auszuziehen? Leider nein. Ja, ich auch nicht. Genau, und dann haben Kevin und ich uns überlegt, dass wir nicht direkt uns in der Nähe was anderes suchen wollen, sondern erstmal einen kleinen Ausflug nach U-Boot machen wollten. Ja, so traurig es auch ist, dass es heute einen Abschied gibt, aber nichtsdestotrotz haben wir was sehr Cooles vor. Wir fahren nämlich heute nach U-Boot. Das ist ein Ort, der ist 40 Minuten von hier entfernt. Also zur kurzen Erklärung, Canggu ist eher so das anstrengende Hauptstadtding. Also es ist keine Hauptstadt, es ist nur ein kleiner Ort, aber da ist so viel Verkehr, dass es halt voll die High Energy hat. Und Surfer-Hotspot auf jeden Fall, aber halt eigentlich super schlechter Ausgangspunkt für Unternehmungen. In U-Boot hast du den Eat, Pray, Love Vibe. Da hast du die Heiler und das Yoga und all das, was mit Spiritualität, Wellness, Heilung und so zu tun hat. Ist natürlich ganz Bali ein Ort für, aber U-Boot ist wirklich wie so ein kleines Center. Und wer darauf steht, ab nach U-Boot. Es ist so ein bisschen, ja, drückender, aber eben auch irgendwie tiefer. Und dann sind wir nach U-Boot und haben uns dann ein günstiges Zimmer im Zentrum gesucht. Wir sind super viel einfach in der Natur rumgelaufen. Wir waren im Monkey Forest. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist mitten in U-Boot total leicht zu erreichen. Und es ist ein Park nur mit Affen. Du bist so nah an Affen dran. Es ist wirklich richtig cool und es ist eine unterstützenswerte Sache. Da braucht man sich auch keine Gedanken machen. Also der Affenwald, der ist für so einen schönen Spaziergang. Überall kleine Äffchen. Und dann kommt vielleicht noch jemand und hilft dir, ein cooles Selfie mit einem Affen zu machen. Die Leute, die da arbeiten, die haben auch so richtig coole Tricks drauf, dass es so aussieht, dass, als hättet ihr ein Selfie gemacht, aber der Affe hätte das Selfie gemacht. Richtig sweet auf jeden Fall. Und dann ist etwas passiert, was für mich super changing war irgendwie. Und zwar habe ich auf Instagram gefragt, ob Menschen mir noch Sachen in U-Boot empfehlen würden, die ich machen könnte. Und da hat mir eine Abonnentin einen Kirtan empfohlen. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, was das ist und habe das gegoogelt. Und das ist Mantra singen. Und um ehrlich zu sein, hat mich das gar nicht so angezogen. Aber mir war voll langweilig und ich wollte alles mitnehmen, was geht. Also bin ich zum Kirtan gegangen. Was soll ich euch sagen? It changed my life. Ja, also um das kurz zu erklären, im Grunde genommen treffen sich Menschen, dann werden Instrumente gespielt und es werden Mantras gesungen. Falls ihr euch das mal angucken wollt, ihr könnt auch zum Beispiel Kirtan oder Mantra hier auf YouTube eingeben oder Krishna Das zum Beispiel, ist auch ein sehr bekannter Kirtan-Sänger. Es singt sozusagen einer vor
und die Masse singt dann zusammen nach. Und dann fängt jedes Lied immer so ganz langsam an und so ein Lied geht über 15 Minuten und du singst immer wieder dieselben Mantras, immer wieder und immer wieder und dann wird das immer intensiver, kommen immer mehr Trommeln dazu, es wird immer schneller. Im Optimalfall singen sich die Leute in Ekstase, weil es ist auch eine Art von Meditation. Dadurch, dass du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, diese Mantras in deinem Kopf zu wiederholen, schaltest du sozusagen das reguläre Denken ab. Und dementsprechend ist es eine Art Meditationszustand, in den man dann kommt. Und es ist auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl, wenn man es zusammen hat und sich voll verbunden fühlt, als wären so alle eins. Ist wirklich richtig cool. Ja, und ich muss sagen, dieses Kirtan-Ding, das war auf jeden Fall für mich so die größte Sache. Bin zu verschiedenen Kirtan-Sessions gegangen, die wirklich extrem unterschiedlich waren. Also manche waren so langweilig und manche, da haben gar nicht alle mitgesungen und sowas. Und manche waren so heftig geil, dass das so eine heftige Energie im Raum war. Also das war echt nochmal voll interessant und ja, eigentlich war das so mein Hauptfokus dann nur noch auf Bali. Und hier in Deutschland wird es allerdings leider kaum angeboten. Ach ja, keine Ahnung, das ist voll schade. Aber das Einzige, was gut daran ist, dass ich beschlossen habe, dass ich es einfach selber mache. Also ich habe mir dann sogar ein Harmonium gewünscht. Das ist ein indisches Harmonium. Und das lerne ich jetzt gerade so, dass ich das einfach selber machen kann. Und deswegen, aktuell mache ich meine Kirtans mit mir selber. Und stehe ich morgens auf und sitze da und singe meine Mantras und übe meine Akkorde und so. Und was habe ich da denn noch gemacht? Oh, ich habe noch einen Töpferkurs gemacht im Rüsters Café. Das war auch richtig nice. Da habe ich Kevin mit hingeschleppt und er war dann am Ende auch richtig hooked. Also, das war richtig cool. Also, Töpfern, dass mir Töpfern so Spaß macht, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Da hätte ich auch Bock, da nochmal mehr zu machen. Ist ja leider doch ein relativ teures Hobby, ne? Oh, und dann habe ich noch was gemacht. Oh mein Gott, wir waren bei den Pyramids of Chi. Das ist ein Ort in Ubud, der liegt ein bisschen außerhalb im Dschungel. Das sind riesengroße Pyramiden. Im Dschungel. Aus, weiß ich nicht, Metall. Das sieht so abgespaced aus. Du denkst so, wo landet hier gleich ein UFO? Die bieten da so Sound-Healing-Geschichten an. Das war total abgefahren. Da haben wir uns alle auf so Matratzen in diese riesengroße Pyramide. Ich weiß nicht, wie hoch die war, Leute. Die war, keine Ahnung, 15, 20 Meter. Da haben locker, keine Ahnung, 50, 60 Leute, glaube ich, reingepasst in diese Bude. Und dann haben wir uns da im Dunkeln reingelegt. Und so ein Mann mit ganz vielen verschiedenen Musikinstrumenten hat dann so Klänge erzeugt, die so eine hohe Vibration in dieser Pyramide gemacht haben, weil das so speziell dafür gebaut ist, dass die Frequenz deiner Hirnwellen sich verändern. Also, dass du in diesem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Kennt ihr das vielleicht abends vorm Einschlafen, aber auch morgens vorm Aufwachen, wenn man so im Halbschlaf ist und die Träume so aktiv mitbekommt? Ne? In diesem Zustand, und das hat auch wirklich super schnell geklappt, also es hat keine 3-4 Minuten gedauert, da war ich echt in diesem Zustand. Es war total abgefahren. Es war, als ob ich schlafen und gleichzeitig denken würde. Weil es war nicht richtig träumen, es war mehr denken, aber im Halbschlaf. Ja, hat mir auf jeden Fall tierische Kopfschmerzen gemacht und auf körperlicher Ebene war das für mich extrem anstrengend. Aber Kevin fand es mega geil, war mega entspannt danach und das ist auch eigentlich das Ziel, davon entspannt zu werden. Also, ich persönlich habe auf heilender, körperlicher Ebene da jetzt nicht so viel mitgenommen, aber ich würde es jedem empfehlen, das einmal mitzumachen, weil das so beeindruckend ist, diese Kulisse. Und wenn man auf Bali ist und in Ubud ist und sagt, hier, ich mache hier Eat, Pray, Love, dann finde ich Pyramids of Chi Kamen, das gehört dann einfach dazu. Dafür kommt man ja auch irgendwie nach Bali, oder? Also, wenn ich jetzt nur surfen wollen würde einfach, dann kann ich auch nach Frankreich. Ich war schon mal in meinem Leben in Ubud. Es gibt noch ganz viele andere tolle Sachen, die man da machen. Hier die Tengalalala, Reisfelder. Dann kann man auch Tagesausflüge machen auf die Gili Islands, Nusa Penida, so auf kleine Inseln mit Traumstränden und Schnorcheln, mit Manta-Rochen. Wenn man noch ein bisschen weiter weg will, dann gibt es noch den Mount Batur. Da könnt ihr einen Vulkan besteigen und so. Also da gibt es super viele Sachen, die man machen kann. Und ich glaube, da bin ich jetzt gerade nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ich habe zwar schon so ein paar Tipps, aber ich bin schon immer sehr in diese Spiri-Selbsterfahrungsrichtung unterwegs. Das heißt, wenn ihr vor allen Dingen so auf Action Jackson steht, da kann ich euch auf jeden Fall den Kanal von What's Next Reisen empfehlen. Die haben auch einen Blog, die haben so viele Tipps und Listen und zu einzelnen Orten. Und wenn ihr Leute seid, ihr wollt euch vorbereiten, ihr wollt listen, dann schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. Die bieten da auf jeden Fall
den Stoff, den man braucht. Ja, dann sind wir zurück nach Canggu und haben uns ein Haus gemietet. Ja, das war so ein Haus mit Pool, das war sehr, sehr schön. Da habe ich auch eine Instagram-Story kurz gemacht. Da hatte ich morgens den Pool alleine, konnte mal schön nackt in den Pool. Das war mega geil. Ja, da ging dann wieder so ein bisschen Alltag los, ne? Da haben wir wieder dann so gearbeitet, uns mit Freunden abends mal getroffen auf dem Pläuschen oder sonntags mit Leuten bei uns am Pool rumgehangen. Das war auch richtig cool. Ah, ich habe mich noch tätowiert. Ja, ich habe ein neues Tattoo. Das ist ein indisches Mantra. Das habe ich mir wegen des Kirtans stechen lassen. Ja, ich hatte so ein paar Erkenntnisse auf dieser Reise und auch wie es weitergehen soll. Und ja, jedes Mantra, was gesungen wird, hat natürlich eine Bedeutung. Dieses hatte eine ganz spezielle Bedeutung für mich, die auch zu der Reise und den Erkenntnissen passten, die ich irgendwie da gehabt habe. Ja, was ist dann passiert? Dann stand sozusagen unsere Abreise bevor und ich muss sagen, dass ich anderthalb Wochen vor Abreise an dem Punkt war, dass ich gar nicht zurück wollte. Ich wollte gar nicht zurück, ich wollte bleiben, einfach weil ich für immer Kirtan machen wollte. Kein Scherz, Leute. Ich hatte das Gefühl, ich hatte ein Calling, das ist meine Lebensaufgabe. Ich muss jetzt leider für immer auf Bali bleiben und bei jemandem in die Kirtan-Schule gehen. Und für immer singen. Es war auch total klar, dass wir zurückfliegen. Unsere Freunde Laura und Nils hatten Hochzeit gefeiert. Ich war mit Sam für den Deutschen Podcastpreis nominiert und eingeladen. Und haben so coole, große Sachen stattgefunden, dass irgendwie klar war, okay, im Juni geht es zurück. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ungefähr eine Woche vor Abreise hatte ich mit Kevin dann im Pool ein Gespräch und habe gesagt, was willst du, wenn du jetzt mal so alles, wir haben alle Möglichkeiten auf der Welt, wir sind frei, unsere Wohnung ist eingelagert. Was möchtest du? Und dann haben wir beide so unsere Wünsche auf den Tisch gelegt. Ich meinen ganz großen Auslandswunsch. Das hört man ja immer so raus hier. Ich habe ja so diesen Struggle zwischen, ich suche mein Zuhause und möchte verwurzelt sein und aber ich möchte da draußen sein. Kevin als erster vorne ran, der gesagt hat, er möchte gerne in der Nähe von seiner Familie sein. Und jetzt halte ich es kurz, weil ich muss los. Kevin und ich ziehen zum 1.8. in eine kleine Wohnung in Bielefeld. Wir sind nur 5 Minuten von Kevins Familie entfernt, also um in der Nähe von Kevins Familie zu sein, aber auch in der Nähe von meiner Mama. Ich freue mich darauf. Wir bezahlen jetzt auch viel weniger Miete, sodass ganz viel Geld übrig bleibt, um halt coole Sachen zu machen. Und ja, wenn wir dann halt mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr wo verbringen möchten, wo ich Kirtan singen kann, dann können wir das machen. Und wenn nicht, dann sind wir halt hier. So ist der Plan. Das ist die Story. Nun ist sie auserzählt. Ich freue mich, dass ihr Zeit mit mir verbracht habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ihr seid süß und klein.